Hallo und willkommen zurück hier zu Grid. Und ich würde sagen, wir machen jetzt trotz Controller weiter in der International Championship TC2. Sollten wir eigentlich auch ganz gut reißen. Hier haben wir ja Frontantrieb bei unserem Audi. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal durch. Ist ja mit dem BMW ganz gut gelaufen im Controller und deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir doch einfach weiter. Hier sind wir nun mit der ersten So, den Runde. Kollegen hier Chris, unterbrechen wir was bitte. denkst du? Ich denke, es wird Ah, tut mir leid. Die Rennleitung ist bereit für den Start. So. Soweit ist alles beim Alten geblieben mit der Einstellung. Also die Schaltung habe ich auch noch hier auf X hoch und A auf runter schalten. Ja, jetzt haben wir hier natürlich ziemlich abgekürzt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz raus, ob man das dann inwiefern, dass sich die Strafen dann auswirken auf das Ganze. Boah, also es ist schon Umstellung, das Auto ist schon einiges oder deutlich langsamer wie unser BMW. Deinen Teamkollegen Teamkollegen. bringt uns nicht weiter. Da kommen wir einmal hin an den. Also der ist schon. Jetzt kommt drauf an, was für Balken das der hat. Ich glaube, Loyalität ist jetzt ziemlich niedrig. Deswegen ist der gleich sofort. Sobald wir hinkommen, ist das unser Widersacher. Aber naja. Damit muss er halt leben. Vorbeikommen, da hat die Kurve ein wenig weit ausgefahren. Dann kriegen wir das schön. Ich spiele jetzt deswegen hier mit dem Controller noch, damit ich so ein bisschen den Rhythmus einhalten kann, dass wir hier alle 2 Tage, 3 Tage ein Video zu Grid rausbringen. Weil ich eigentlich möchte, dass man da jetzt mal dann in die nächste in der Liga. Guter Start. Bleib an der Spitze. Wie heißt es jetzt? Genau. Mit der nächsten Fahrzeugklasse, dass wir da weitermachen können. So, hier haben wir 3 Runden. Kommen ein bisschen weit raus. Gut aus, wir sind der Teamkollege, er ist auf Platz 6. Schauen wir mal, dass wir den vielleicht vorbringen. Ich hab's versucht. Keine Antwort. Ach, das ist ja. Oh. Also, da muss ich bei der nächsten Fahrzeugklasse, wenn wir jetzt dann hier durch sind, auf jeden Fall einen Fahrer nehmen, der etwas, ja, nicht gleich so eingeschnappt ist. Aber da haben wir ja nämlich hin und her wechseln. Ich glaube, irgendwas um die 200.000 haben wir jetzt gerade aktuell auf dem Konto. Auto für die nächste Fahrzeugklasse haben wir ja, glaube ich. Sind ja schon mal gefahren. Ich glaube, Tuner, entweder Stock oder Tuner, eins von den zwei ist es. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber das Auto haben wir ja schon. Und dann können wir für unseren Fahrer vielleicht doch wieder ein wenig mehr ausgeben. Ich glaube, 20.000 hat er jetzt kostet oder wollte der zum Vertragsabschluss haben. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Und den nächsten schauen wir, dass wir da ein wenig einen besseren Fahrer nehmen. Oder das heißt, besser ist jetzt. Jetzt ist er auf Platz 3. Er macht es ja soweit schon ganz gut, aber es nervt halt, sobald man ein bisschen hinkommt an den, ist er eingeschnappt und naja. So. Jetzt sind wir ja gleich am Ende ein paar Kurven noch, dann haben wir die Strecke auch abgearbeitet. Zumindest kommt er aufs Podest. Thank you.
Kurve noch, dann sind wir auf der Stadt Zielgeraden. Ja, die hätten wir eigentlich besser fahren können, die Kurve. Ah, noch nicht Stadtziel, wir haben jetzt verguckt. Schnipsel schon wieder. Und da haben wir es doch, das Auto leicht demoliert. 40.000. Zeitstrafe 20. Jetzt, da haben wir es ja hier. Das heißt, wenn es knapp werden sollte, von der, vom Vorsprung her, na gut, 2 Sekunden, ja, können wir noch leben damit. Wunderbar. Dann machen wir weiter. Jetzt wollte eigentlich im Rennen schon sagen, ich weiß zwar nicht, was das ist, mit den Strafen auf sich haben soll, aber jetzt wissen wir es ja. So, Level 31. Und dann geht es in Barcelona weiter mit Regen. Aber das Auto ist mit Controller ist einfach zu fahren. Was ist einfach, ja. Die Hauptveranstaltung ja, wird pünktlich losgehen. Kann auf jeden Fall also machen sehr Sie gut sich mithalten. Auf den Weg zu Ihren Plätzen, damit Sie keine Sekunde verpassen. So. Kristen. Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Ja, alles klar, überholen. Die Strategie bleibt schon mal, dass man das mal mit hinkommen kann. Musst du bedenken, dass es nass ist. Okay, es wird angegriffen. Oh, oh, das, bitte. Das ist doch dein Team. Das kann nicht wahr sein, oder? Schieben wir den hier mal weg. Jetzt sind sie im Weg. Aber selbst der ist jetzt nur kein Widersacher. So ein empfindlicher Teamkollege. Wahnsinn. Eieiei. Das war jetzt etwas schlecht. Was mir gerade aufgefallen ist, finde ich auch ganz cool. Je schneller das sie fahren, desto mehr Gischt gibt es da anscheinend. Oder das bloß so ausgesehen. So, da kommen wir ziemlich weit raus, aber wenn wir überholen können. Gutes Tempo, mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Natürlich machen wir Plätze gut, dass schon mal den Golf hier noch hinter uns bringen. Drängen uns dann ein wenig durch. Ziemlich unmöglich. Nachgiebig. Boah! Wer war das? Schauen wir mal, ob wir den Windschatten ein wenig ausnutzen können. Nicht ganz so. So, das müssen wir hier gleich im vierten Gang. Und dann haben wir es doch auf Platz 1 schon geschafft. Eine Runde noch. Zumindest kriegen wir hier keine Strafen fürs Abkürzen. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ich glaube, schlecht fürs Auto, wenn wir da irgendwo abkürzen können. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen Ideallinie-Kombo mitnehmen
Und dann haben wir's. Teamkollege auf Platz 11 ist gekommen. Das ist eine minimale Berührung. Das nervt dann doch ein bisschen. In Crescent Valley geht's weiter. 2,9 Kilometer. Am Tag passt. Wir sind am Crescent Valley Raceway, wo heute die Grid World Series zu Gast ist. Wie sieht es heute aus? Oh, ich glaube, das Rennen geht. Teamkollegen mit der Horns. Sollen wir gleich anboxen, weil es sowieso irgendwann passiert, oder? Schauen wir, dass wir so vorbeikommen an dem. Anweisung zum Angreifen. So, müssen wir mal aufpassen, okay, dass wir hier keine bestätigt. Zeitstrafe wieder kriegen. Na, oh, und der ist schön gekommen. Jetzt haben wir aber durchgeschlagen. Oh. Das war ich irgendwie gedanklich bei einer anderen Strecke, aber ich meine, da kann man raus beschleunigen. Doch nicht ganz, kam noch eine Kurve. So, sieht es mit Windschatten aus in der Entfernung? Normal schon, oder? Eieiei. Boah! Zweite Runde. Einen Überschlag geben. Das heißt, der Teamkollege wird schon mal nicht letzte. Haben wir etwas zu viel gebremst? Ja, jetzt lassen sie es aber ganz schön krachen hier in der letzten Runde. Ja, sehr ist die zweite Runde. Also Platz 7, das geht. Gehen wir auf jeden Fall normalerweise hin, dass wir dann irgendwann vorkommen. So, da haben wir die Kurve, die wir gerade vorhin vergessen haben. So, dann schauen wir mal, ob der andere noch draußen liegt oder was mit dem passiert ist. Und zuerst saugen wir uns hier mal in den Windschatten ein wenig an. Naja, dann schneiden wir gegen die Bande. Oh, oh. Was für ein... Oh. Das war jetzt ein wenig gemein hier, Kollege. Sebastian Hansen. Golfführer mit auf dem Kofferraum spazieren. Sollen wir den jetzt umdrehen, dass er aus selber Pech hat, oder was machen wir mit dem? Also ich stehe jetzt noch kein Widersacher, also. Aber da haben wir uns jetzt, glaube ich, unseren Rennsieg ein bisschen verschenkt. Das war jetzt die letzte Runde. Platz 4. Eieiei. Teamkollege auf Platz 10, aber das hat schon noch gereicht. Suboptimal gelaufen. Ja, ich habe mir in der Wiederholung anschauen können, wie es der geschafft hat, dass es sich überschlägt. Brands Hatch. Und das ist, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ich habe gemeint, das sind drei Rennen insgesamt gewesen.
Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Ja, Chris, jetzt, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und Rennen. Davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich... Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jeden Moment 16, los. Ja. Schau mal, dass wir da den Fall mitfangen können vielleicht. Außer wir sehen hier unseren Sebastian Hansen. Hat jetzt nicht viel genutzt, der ist trotzdem hinter uns. So. Aber jetzt ist auch ein guter Durchmarsch. Wenn es so bleibt. Gehen können oder weniger bremsen. So. Dann jetzt dann auch. Der Mitdrängel da hinter uns, oder wie? Raphael. Schauen wir mal, dass wir den Teamkollegen vorbringen. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich hatte wahrscheinlich keinen Vorsicht. Ah! Einmal zu oft in den Spiegel geschaut. Platz 5. Ja, dann sind wir hier in der Meisterschaft eigentlich schon auf der relativ sicheren Seite. Die mit ihrer Ideallinie jetzt mal. Haben sie von hinten schon wieder angeschossen. Wenn ich hier keinen Windschatten kriege, wieso kriegen die hinter mir den Windschatten so ab? Den Lenkanschlag und Controller etwas zu empfindlich macht. Aber sobald man ein bisschen stärker einlenkt, verliert man doch an Geschwindigkeit. So, Platz 2, eine Runde noch. Sieht doch ganz gut aus. Der ist auf Platz 10. In der Kurve ein bisschen die Gegner rausschieben und dann geht es schon. So, da müssen wir jetzt noch so 2 Kilometer haben. Die wir dann überstanden haben, dann ist die Meisterschaft oder die Klassenmeisterschaft jetzt hier auch erledigt. Dann geht es als nächstes mit dem Chevrolet dann weiter. Auf Platz 7, das wäre ja schon mal echt. Okay, es wird angegriffen. Das wäre echt spitze. Dann krieg ich dann aber Punkte mit. Ah, nicht so weit raus. So, Startziel und gut ist. Das
Das wäre jetzt ja. Puh, es war jetzt etwas knapp. Da habe ich eine Linie zu früh gebremst. So. Die Punkte abkassieren. Und dann hätte man das überstanden. Platz 1. Kann ich noch kurz reinschauen. Das war bei. Genau hier bei dem Team was. Und zwar rechts unten auf der Seite. Da sieht man das. Die Loyalität, die ist hier ziemlich niedrig. Und wenn man dann schaut, zum Beispiel der hier mit Level 41, könnten wir uns den holen, den Brandon. Der ist zwar in der Verteidigung nicht so gut, aber Verteidigung braucht man nicht. Wir fahren ja meistens vorne weg. Der kassiert halt 40% von unseren Siegen, aber der kann einiges einstecken und fährt halt auch vorne dann mit. Das ist jetzt hier für die GT-Klasse. Und als nächstes nehmen wir mal die Maus wieder aus dem Bild. Finde ich auch ein wenig schade, dass die dann nicht verschwindet. Und als nächstes, ja, mit Stockcars geht's weiter. Wenn wir hier die drei Stück dann noch fertig haben, sind jeweils vier Runden und dann eine Runde hier Showdown. Hammerhead Racing, ja. Kriegen wir auch hin. Super. Dann wären wir ja wieder mal erfolgreich gewesen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Und wie gesagt, wer möchte, darf gerne ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.